Atmosphärische Spannungen beim FC Bayern, ein sehr extravagantes Outfit für den Rapid-Goalie und ein unmenschlicher Sieg beim Tennis. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Sportlich lief es am Wochenende für den FC Bayern mit dem 1:1 gegen Freiburg ja wieder einmal nicht nach Wunsch. Hinzu gesellen sich jetzt auch noch atmosphärische Spannungen. So ist zum Beispiel Spielerfrau Lisa Müller via Instagram über Trainer Niko Kovac hergezogen. Lothar Matthäus glaubt jetzt zu wissen, warum es bei den Bayern gar so rumort. Auf Sky sagt er in einer seiner berüchtigten Expertenanalysen, erstens habe es Trainer Niko Kovac versäumt, eine Hierarchie in der Mannschaft zu implementieren. Zitat Matthäus, es gibt niemanden, der das Ruder herumreißen kann, wenn es einmal nicht gut läuft. Und zum Zweiten nimmt Matthäus auch Hasan Salihamidžić, den Sportdirektor, in die Pflicht. Von ihm würde er sich nämlich mehr explizite Rückendeckung für Trainer Niko Kovac erwarten. Es geht also weiter rund bei den Bayern und wir halten sie selbstverständlich auf dem Laufenden. Rapid hat in Altach ein 2:2 geholt. Für den Hingucker des Nachmittags hat aber der Torhüter Richard Strebinger gesorgt. Und zwar mit einem extravaganten Outfit. Und das kam so. Ursprünglich wäre für Strebinger ein graues Goalie-Trikot vorgesehen gewesen. Das war aber für Schiedsrichter Manuel Schüttengruber nicht akzeptabel, weil es zu sehr den Trikots der Alltagsspieler geähnelt hätte. Also ist der Rapid-Zeugwart zur Tat geschritten, hat Strebingers Pullover, nämlich den Trainingspullover, hergenommen und kurzerhand eine Nummer 1 drauf gepickt und Strebinger da reingesteckt. Der Goalie selbst hat gemeint, für ihn war es kein Problem, er trägt den Pulli ja ohnehin jeden Tag im Training. Dieser Sieg war unmenschlich. Das sagt Dominik Thiem über Karen Khachanov. Khachanov hat ja am Wochenende gegen Thiem im Halbfinale von Paris gewonnen und danach auch noch im Finale gegen Novak Djokovic, eben auf unmenschliche Art und Weise, wie es Dominik Thiem in der Kronenzeitung benennt. Khachanov ist also der neue Stern am Tennishimmel. Bei den Masters oder beim Masters in London, das ja am Sonntag beginnt, ist er noch nicht dabei. Dominik Thiem hingegen sehr wohl und er erfährt diesbezüglich heute seine Gegner. Und damit sind wir auch schon bei den Terminen zum heutigen Sportmontag. Interessant wird es vor allem für die Fans der Wiener Austria. Die Veilchen halten nämlich um 19 Uhr die Generalversammlung ab und dabei wird ein neuer Präsident gewählt. Frank Hensel wurde schon einstimmig nominiert. Er wird heute am Abend wohl der neue Präsident der Wiener Austria sein. Und dann habe ich noch zweimal Fußball für Sie anzubieten. In der Premier League kommt es am Abend zum Duell zwischen Huddersfield und Fulham. Und in der Primera División empfängt Espanyol Barcelona Athletic Bilbao. Damit sollten Sie gerüstet sein für einen guten Start in eine hoffentlich sportliche Woche. Ich freue mich auf ein Wiedersehen morgen hier. Bis dahin, alles Gute.